Moin, ich bin Markus und heiße dich herzlich willkommen zum vierten Teil der Tutorial-Reihe von Dwarf Fortress. Eventuell kommst du direkt vom vorherigen Teil zu diesem hier und deine Zwerge stehen immer noch mehr oder weniger reglos in der Landschaft herum und wissen gerade gar nicht, was sie tun sollen. Heute wollen wir ihnen mal ein bisschen was zum Graben geben und dir dabei gleichzeitig erklären, wie das Schichtensystem in Dwarf Fortress funktioniert. Und zwar direkt nach dem Intro. In Dwarf Fortress ist Usus eigentlich nicht großartig in die Höhe zu bauen, auch wenn das ebenfalls möglich wäre, sondern sich in die Erde einzugraben, da dort auch noch gleichzeitig wertvolle Rohstoffe auf uns warten. Nur, wie gelangt man nach unten und wie überwindet man genau anschließend diese Etagen? Das Schichtensystem in Dwarf Fortress ist, ich will nicht sagen, unnötig kompliziert, aber es ist irgendwie unnötig kompliziert. Ich möchte es aber mal anhand eines anschaulichen Beispiels erklären und ich denke mal, dann kann man das ganz gut verstehen. Möchten wir von einer Ebene in die nächst tiefere gelangen, so graben wir uns mit dem Channel-Befehl eine sogenannte Rinne in den Boden. Dabei entsteht ein Loch mit vier Rampen. Das kann man sich wie eine auf den Kopf gestellte Pyramide vorstellen. Hier vereinfacht nur von zwei Seiten, rechts und links, dargestellt, also keilförmig mit nur zwei Rampen. Diese kann ein Zwerg nicht nur herunter, sondern auch wieder hinaufgehen. Diese Rampen können aber nur bestehen bleiben, solange sie auch eine stützende Wand hinter sich haben. Graben wir nun in eine Richtung innerhalb der Ebene mit dem Mine-Befehl, so fällt dort schon mal die erste Rampe in sich zusammen. Graben wir auch in die andere Richtung, gibt es dort logischerweise auch keine Rampe mehr. Das wäre übrigens auch passiert, wenn wir sozusagen von hinten bis zur Rampe gegraben hätten. Ist die stützende Wand einmal entfernt, so fällt die Rampe in sich zusammen. Jetzt haben wir einen Zwerg, der von Ebene 5 auf Ebene 4 vorgedrungen ist, dort aber nun festsitzt und nicht mehr nach oben gelangt, weil sich nur noch ein Loch in der Decke befindet. Sobald man etwas Baumaterial gefunden hat, egal ob Stein oder Holz oder etwas anderes, bietet es sich ja an, einfach eine Treppe zu bauen. Glücklicherweise gibt es in Dwarf Fortress ja gleich drei Typen davon. Upstairs, Downstairs und Up-Downstairs. Wer jetzt meint, ja gut, dann setze ich da halt eine Treppe nach oben hin, ich will ja schließlich hoch, hat sich leider etwas getäuscht. Jetzt kommt nämlich das Zwei-Schichten-System zum Einsatz, welches man sich immer vor Augen führen sollte. Und zwar besteht jede Ebene, oft auch Z-Ebene genannt, aus zwei Schichten. Einer unteren Bodenschicht und einer oberen Deckenschicht. Jegliche Strukturen, beispielsweise Workshops, werden auf der unteren Schicht errichtet. Bauen wir jetzt also Upstairs an der Stelle, an der wir nach oben gelangen wollen, erhalten wir nur eine halbe Treppe in der unteren Schicht. Was wir nun noch zusätzlich benötigen, sind Downstairs in der Ebene 5, welche also nach unten gebaut werden. Erst dann komplettiert sich die Treppe und wir können die Höhe darüber überwinden. Aber wir haben ja auch noch die Up-Down-Stairs. Die bestehen ja, wie es der Name schon sagt, aus zwei Dingen gleichzeitig. Einer Treppe nach unten und einer nach oben. Prima, wird sich jetzt so mancher denken, dann baue ich halt stattdessen doch einfach die. Das wäre dann der zweite Irrglaube. Bauen wir nun eine Up-Down-Stair auf Ebene 5, erhalten wir eine halbe Treppe nach unten Richtung Ebene 4 und eine halbe Treppe nach oben Richtung Ebene 6. Den zweiten Gegenpart müssen wir dann trotzdem noch bauen. Ohne diesen Gegenpart bringt uns die Up-Down-Stair alleine nämlich überhaupt nichts. So, jetzt wollen wir uns das zusammen nochmal im Spiel ansehen. So, wir haben jetzt vom letzten Spiel kommend immer noch die Zwerge auf der grünen Wiese stehen und wir wollen es in den Boden eingraben. Wir schauen uns erstmal die Ebene runter an. Wir können die Ebenen wechseln mit einem größeren und kleiner Zeichen. Jetzt gehe ich mal einmal runter und sehe hier, hier haben wir einen großen schwarzen Bereich. Das ist alles der Bereich, in dem wir uns eingraben können. Und hier oben sehen wir dann, dass hier eine Art Klippe, so ein Abhang ist. Und da haben wir eine andere Ebene drunter, die halt auch außerhalb der Erde ist. Das heißt, hier haben wir auch überall grüne Wiese nur. So, wieder bei den Zwergen hier angekommen, wollen wir dann mal uns in den Boden eingraben. Das heißt, das machen wir mit dem Befehl D für Designation und H für Channel. So, jetzt haben wir hier so ein gelbes X, mit dem wir markieren können, an welcher Stelle wir denn genau graben wollen. Da können wir einen Anfangs- und einen Endpunkt bestimmen und ich markiere jetzt einfach mal irgendeinen hier. So, dann fängt er an zu blinken. Jetzt könnte ich an der anderen Stelle hier den Endpunkt setzen, aber ich möchte es nur ein einziges Feld, um dem Beispiel treu zu bleiben, markieren. Deswegen gehe ich hier nochmal drauf und drücke nochmal Enter.
Wenn ich jetzt nochmal Escape drücke, sieht man auch sofort, dass an der Stelle zum Beispiel markiert worden ist, dass sie gegraben werden soll. Ich werde jetzt einfach mal auf Space für Resume gehen und die Pause beenden und schon kommt auch ein Zwerg und gräbt sich dann direkt hier ein. So, falls das jetzt nicht passiert sein sollte, dann müsst ihr einem Zwerg noch diesen Beruf des Miners, also Bergmann oder Bergzwerg, wie auch immer ihr wollt, zuweisen. So, und das könnt ihr machen, indem ihr einfach auf V geht und euch mit View die Units anguckt, also die Zwerge. So, und seid dann hier erstmal in so einer generellen Ansicht rechts an der Seite. Ihr seht sofort, welcher Zwerg ausgewählt ist, indem ihr euch den anseht, der jetzt gerade am Blinken ist. So, und es blinkt dann immer der, der am nächsten an diesen gelben X jetzt zum Beispiel dran ist. Das heißt, ich muss jetzt auch nicht ganz genau da drüber sein, sondern kann hier auch irgendwo in der Nähe sein. Das reicht. So, jetzt wollen wir von diesem generellen Menü hier rechts an der Seite einmal wechseln in die Preferences. Also drücken einmal P und von da aus in den Beruf. Das heißt, wir drücken L für Labor. So, und ganz oben haben wir jetzt auch schon Mining stehen. Ihr könnt durch diese Liste hier mit Plus und Minus jeweils durchgehen, nicht mit den Pfeiltasten. Und hier oben das Mining, das Ausgegraute, das wollen wir mal aktivieren mit Enter und gehen dann mit Escape wieder raus. So. Und dann haben wir auch dann direkt einen zweiten Zwerg, zum Beispiel jetzt auch graben könnte. So, jetzt wollen wir mal in die untere Ebene schalten. So, und jetzt sehen wir hier schon, dass hier diese Rampe in der Mitte entstanden ist. Drumherum haben wir halt noch Wände und die wollen wir jetzt so Stück für Stück einfach mal entfernen. Dafür gehe ich jetzt nochmal auf D für Designation und D wie Mine. Das ist auch standardmäßig im Untergrund ausgewählt. So, jetzt markiere ich hier einfach mal einen Bereich. So, drücke Escape und lasse mit Leertaste dann die Zwerge mal loslaufen. Hier sehen wir auch schon, die wird an zwei Stellen gleichzeitig gegraben. So, und jetzt sind die über die Rampe, die auch jetzt immer noch steht, sind jetzt wieder hochgegangen und sind an ihrem Karren. So, jetzt werde ich mal ein Stückchen noch weiter graben. So, gehe jetzt wieder auf DD. So. Und wähle hier noch ein bisschen was aus. Und das Stückchen vielleicht auch. Und hier vielleicht. So. Und lass sie mal dieses Stückchen auch ausgraben. Gehen wir raus mit Escape. So, die graben auch munter drumrum. So, und sind auch schon fertig. Und verschwinden wieder nach oben, weil die Rampe halt immer noch steht, weil wir nämlich immer noch diese stützende Wand rechts daneben haben. So, und jetzt wollen wir das gleiche nochmal machen, indem wir wieder auf D gehen und Mine und wollen diese stützende Wand entfernen. So, jetzt lasse ich die nochmal antanzen oder ein zumindest. Zack. Und nun steht er da und guckt hier traurig durch das Loch durch. So, und kommt halt nicht wieder nach oben. Jetzt müssen wir den irgendwie da rausholen. Also entweder er gräbt jetzt unten ein bisschen weiter und sucht irgendwelche Steine oder sowas zum Beispiel, worüber der dann hinter diese Treppe bauen kann. Oder wir nehmen hier oben zum Beispiel, hier stehen ein paar Bäume rum, wir nehmen jetzt einfach ein bisschen Holz und wollen das dann nehmen, um diese Treppe dann zu bauen. Das müssen wir jetzt natürlich nur andersrum als ein Beispiel machen. Wir können es nicht unten erstmal eine Treppe bauen, sondern wir müssen es von oben runter bauen. So, das heißt, wir fällen uns als erstes mal so einen Baum. So, dazu gehen wir jetzt auf D und wenn wir hier draußen sind und auf Designation gegangen sind, sind wir auch automatisch in diesem Modus für Chop Down Trees, also für T. Und dann nehme ich jetzt einfach mal, diesen Baum hier unten, markiere den jetzt mal mit zweimal Enter, hier auf Escape, auf Resume. Und momentan kommt hier keiner und fängt an zu fällen. Das heißt, wir haben auch hier jetzt einen fehlenden Berufszweig. Und wir wollen diesen dann einem Zwerg erstmal zuweisen. So, das heißt, wir gehen jetzt wieder auf V. Ich nehme es einfach mal ihn hier als Zwerg. Gehe auf Woodworking, drücke Enter und wähle dort Woodcutting aus. So, mit Escape wieder raus, Resume. So, und schon fängt er an hier zu graben, zu fällen. Entschuldigung. So, jetzt haben wir hier das Holz liegen, was wir dann da oben in diesem Loch gebrauchen können, um dann diese Treppe zu bauen. So, die Treppe bauen wir jetzt, indem wir in das Building-Menü gehen, also in das Baumenü. Das machen wir mit B. Und hier drin können wir jetzt entweder auch mit Plus, Minus einfach irgendwas auswählen oder wir drücken dann einfach diesen Shortcut, der rechts daneben steht. Und in diesem Fall ist das Groß C. Ich gehe jetzt einfach mal hier runter, um das zu highlighten, für Wall, Floor, Stairs und Track. So, und hier sehen wir halt auch schon die verschiedenen Auswahlmöglichkeiten, die wir hier haben.
Und als erstes wollen wir, nach unten, also wollen wir eine Downstair bauen. So, die wähle ich jetzt einmal aus und gehe mit dem grünen X hier genau über dieses Loch und setze das hier mal drauf. So, und dann fragt er auch als allererstes, was wollen wir denn überhaupt für ein Material dafür einsetzen? Da wir jetzt momentan nur scheinbar einen Olivenbaum hier gefällt haben, nehmen wir mal diese Baumstämme dafür. Also einmal nochmal Enter drücken. So, ich gehe jetzt mit Escape mal raus. Resume. So, und dann wird auch direkt gebaut. Und zack, jetzt ist das Ding schon fertig. In der Ebene darunter sehen wir allerdings nichts. Und der Zwerg steht halt immer noch da rum und kommt halt eben nicht nach oben. So, das heißt, an der gleichen Stelle, wo wir jetzt eben diese Treppe nach unten gebaut haben, müssen wir jetzt von unten diese Treppe nach oben wieder bauen, um dann genau diese Treppe zu vervollständigen. So, und das machen wir jetzt an der Stelle. Und das können wir nämlich auch gut von oben machen, weil jetzt kann man ja ein Stückchen runtergehen und von oben können diese Zwerge auch wieder nach unten runterbauen. So, und dann gehen wir wieder hoch. Und beziehungsweise brauchen wir eigentlich gar nicht hochgehen, wir können auch unten bleiben. Und gehen dann hier wieder auf B. Für Building und groß C, um dann in das Baumenü für die Treppen zu kommen und wählen hier an der Stelle dann Upstair aus. So, gehe ich mal auf Enter. Jetzt weiß ich nicht an der Stelle, also genau an welcher Stelle dieses X halt genau sein soll. Also hier markiert das mir jetzt zwar schon in grün, das heißt hier könnte ich bauen, hier nicht. Aber wenn man jetzt sich jetzt nicht total einen Wolf suchen will, geht man halt nochmal einfach die Ebene nach oben, ne, mit diesem kleiner Zeichen oder größer Zeichen, wie auch immer. Und sucht sich hier diese Treppe raus, geht mit dem X da drauf und wählt wieder die Ebene darunter mit größer. Und dann hat man genau diese Stelle, wo das jetzt gebaut werden muss. So, drückt nochmal Enter, bestätigt wieder das Material, wieder Enter. Jetzt gehe ich mit Escape aus dem Menü raus, gehe wieder auf Resume und dann wird auch dann direkt gebaut. Zack, Treppe fertig, Zwerg weg. Und jetzt laufen die wieder oben rum. So, damit haben wir den jetzt direkt aus diesem Loch gerettet. Das war es wieder für dieses Video. Ich hoffe, dass es jetzt etwas klarer geworden ist, wie das Graben funktioniert und wie Treppen genau verwendet werden sollen. Übrigens mal off-topic, das Rendern der 4K-Animation am Anfang zur Erklärung des Schichtensystems hat neben etwas über einer Woche Design ca. 50 Tage Rechenzeit auf einer Renderfarm in Anspruch genommen. Wurde von über 700 PCs berechnet und hatte am Ende eine Größe von fast 200 GB. Deswegen hat es diesmal leider ein klein wenig länger gedauert, aber ich bin selber wirklich sehr zufrieden mit der Animation und bin davon überzeugt, dass Qualität vor Quantität geht. Was hältst du davon? Gefällt dir die Art, wie ich die Informationen aufbereite? Wenn es dir gefällt, freue ich mich über einen Daumen nach oben und noch etwas mehr über ein Abo von dir. Bevor ich aber nun auf Erklärungen weiterer spezieller Aktionen in nächsten Videos eingehe, möchte ich im nächsten Video erst einmal etwas Allgemeines zum User Interface und den wichtigsten Funktionen darin erzählen, damit man als Anfänger schon mal ganz grob die wichtigsten Dinge findet und versteht. Ich freue mich, wenn du wieder dabei bist.